So, da bin ich wieder hier im Schrein und ich hoffe mal, dass die Aufnahme jetzt reibungslos funktioniert. Welcome home, Und wir gucken Ashina. mal, ob wir uns hier möglicherweise noch ein Level gönnen können. Then touch the dark, take Nari. So, das passt knapp. Und ich würde mal sagen, ich brauche mehr Kondition. Jawohl. So, jetzt brauchen wir 12.000 und... Farewell, Ashina the Flame. Ja. Alles klar. Dann wollte ich ja hier mal mit den Ringen ein bisschen rumhantieren. Das scheint aber soweit zu passen. Und ich bin immer so ein bisschen überladen, will ich nicht sagen. Aber hier könnte man möglicherweise noch optimieren. So, das macht dann 71, was definitiv zu viel ist. Wie sieht denn das mit dieser Rüstung hier aus? Damit käme ich auf 70. Die ist natürlich insgesamt jetzt nicht so stark. Aber wiegt halt nur 8,6. Die hier scheint mir relativ ausgewogen zu sein. Was war denn das für ein Ding? Deserteur. Banditenrüstung. Also so wäre ich zumindest schon mal leichter. Sieht jetzt natürlich ein bisschen aus wie bunter Hund, aber es ist okay. Wir schauen erstmal. Und zwar, kann ich so ein Ding verbrennen? Nein. Ich möchte gerne reisen. Und zwar denke ich mal, machen wir jetzt einfach mal hier ein bisschen weiter. Ruinen der Feste. So. Hier hatte ich ja angefangen, diese Sachen zu verbrennen. Und hier gucken wir jetzt einfach mal, dass wir hier mal, ja, uns noch ein bisschen weiter umgucken. Denn ich habe ja dieses Gebiet relativ Hals über Kopf schnell verlassen. So, das war giftig hier. Jetzt muss ich mich doch noch mal umziehen. So, Gift 64, das ist schon mal sehr ordentlich. Okay, das hier hätte halt noch mehr, aber nee. Ich würde gerne noch die Hosen dazu anhaben. Oder die Banditenhose. Ja, die wäre insgesamt ein bisschen besser. Dann wollen wir hier noch mal gucken. Kommt ja, jetzt ziehen wir uns mal richtig an hier. Klerikerhut. Ich weiß nicht. Ich glaube, da bin ich ein bisschen sehr flimsy mit, oder? Haben wir hier irgendwas Ähnliches? Vielleicht noch? Nee, also das Ding ist schon in Ordnung. Einmal komplett so. Kommt her, wir versuchen das jetzt einfach mal. Fängt ja schon mal sehr gut an hier. Bin noch nicht überzeugt. Oh Gott! Also die Reichweite ist sehr mau. Und ich krieg viel Schaden. Nee. Also hier werde ich wohl die das Gefallene, obwohl Ritterrüstung. Wo sind denn die Ritterhosen eigentlich? Da. Komme ich aber auf 72.
Das Ding hier, das gefällt mir übrigens nicht. Okay. Nehmen wir mal für das Gebiet auf jeden Fall wieder das Feuerschwert. Ah, das ist ein Parierschild. Ach, ist ja vielleicht auch nicht schlecht. Gulp, gulp. Okay, Feuerschwert läuft. So, nehmen wir das Ding wieder weg. Entschuldigung, wenn ich jetzt hier ein bisschen rumeier, aber ich muss hier einfach mal für mich ein passendes Equipment finden. Missionarshandschuhe. Nordlandrüstung. Naja, machen wir es erstmal so. Ich glaube, sowas wie ein Set-Bonus gibt es ja hier nicht. Deswegen muss ich jetzt auch nicht darauf achten, dass ich irgendwie, ne, wisst ihr schon Bescheid. Dass ich hier alles vom gleichen Set trage. Ach so, Feuer gelöscht. An dem Turm habe ich da in der Ecke gemacht. Okay. So, große Frage ist, wo sind denn hier bloß die anderen Türme? Und was sind das für eklige Geräusche? Das sind irgendwelche schnoddrigen Viecher unter mir. Das ist ein Geschnatter und Geratter hier. Da hinten ist eine... Ach nee, das ist ja das Ding, was dann angegangen ist. Okay. Die fetten Leute da hinten, die bewachen noch irgendwas. Ich bin am Überlegen, ob ich mal zu denen hin soll. Oh Gott. Achso, das ist der Gifteffekt. Verstehe. Ja, passiert halt. Ich hätte gerne gewusst, was die da hinten bewachen. Oh, komm, sauf was. Okay, hat was fallen lassen. Ein Steingroßschild. Aha. So, wie viel sind das noch? Sind das noch. Ist das noch einer oder sind das noch zwei? Ich glaube, es sind noch zwei. Okay, der macht irgendeine eklige Blutmagie oder sowas hier. Komm, einmal noch. Jawohl. Ja, für die letzten machen wir uns nochmal richtig voll, ja. Das war etwas zu optimistisch. Ach du Scheiße. So, der Fahreshut und ein Giftigelstein. Schön. Dann haben wir sowas auch schon mal im Sack. Ah, der Fahreshut, der bewirkte damals zumindest, dass man weiter schießen kann mit dem Bogen und demnach mehr Schaden macht. Würde passen, weil wir hier ja auch den Fahresbogen bekommen haben. Kommst du klar? So, jetzt bin ich mal dran. Ich glaube, da war noch einer, ne? Ja,
Stößchen! Irgendwie kann ich den nicht parieren. Gott, der hält ganz schön viel aus. So. Nehmen wir mal so ein Ding, auch wenn sich das kaum lohnt. Aber ich will mich hier einfach mal in Ruhe umgucken. Boah, kein Estus mehr. So, Feuer löschen. Irgendwas schnattert hier. Ah. So, ist das da hinten vielleicht? Ich laufe da einfach jetzt mal durch. Ja, Vergiftung, egal. Kann man sich hier irgendwo draufstellen? Nee. Kann man nicht. Ach du Scheiße, eine dicke Krabbe. Ich hätte ganz gerne dieses Item da noch. Oh, hier ist man aber richtig langsam, ne? Was zur Hölle ist das gewesen? Irgendjemand schießt auf den. Ist das mein Freund etwa? Vom Turm? Ja, der verfehlt leider. Aber ja. Okay. Puh. Das scheint tatsächlich... Naja gut, vielleicht ist es ein anderer, aber... Immerhin. Unerwartete Hilfe bekommen. Jetzt habe ich das Problem, dass ich gleich sterbe, weil ich hier vergiftet bin und mich nicht mehr heilen kann. Muss ich jetzt mal zusehen, dass ich hier irgendwie rauskomme da vorne. Oh, ich will hier weg. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Tja. Wo war nochmal das Leuchtfeuer? Da hinten liegt was. Da hinten liegt noch ganz viel. Bei denen war ich schon. Okay, einmal reicht. Oh Gott. Ach, da ist ja eine Leiter. Gott, hier gibt es so viel Zeug noch, ne? Moment mal. Ist das eine Kristallechse? Ne, das ist einfach nur... Das ist was zum Looten. Eine Wolfsblut... Was? Grasklinge? Was ist das denn? Das klang wie eine Waffe. Ist aber keine, ne? Was ist das gewesen? Wolfsblut, Grasklinge oder so ähnlich? Ist das ein Schlüssel? Nein.
Nein. Was ist das gewesen? Sowas ist es nicht. Das muss so ein Item gewesen sein. Wolfsblut irgendwas. Da. Beweis der Pflichterfüllung eines Wachhunds von Pharon. Dieses Blatt symbolisiert die Pflichterfüllung der Wachhunde von Pharon, die an der Seite des alten Wolfs stehen, um über die Ruhenden zu wachen. Das Motiv ist ein Grasklingenblatt mit getrocknetem Blut. Okay, ich denke mal, das wird so ein Eid-Ding sein, so ein, was man halt abgeben kann, um seinen Eid zu verstärken. Aber nichtsdestotrotz gucke ich jetzt erstmal hier hoch, wo wir hier rauskommen. Tja, kein Estus mehr. Hm. Und irgendjemand hat aber von hier oben Pfeile geschossen. Oder kam das von dem Turm von unserem Riesenfreund? Das kann natürlich sein. Also das da hinten, das ist ja diese Burg wahrscheinlich. Na, mal abwarten. Das ist eine Kristallechse. Hättest du die Güte, mal stehen zu bleiben? Funkeltitanit. Wie, sonst ist hier oben nichts? Ach doch, hier geht's rein. Hallo? Da oben gibt's Loot und hier liegt ein großer, dicker Wolf. Wie heißt denn das hier? Das heißt Alter Wolf von Pharon, okay. Hallo? Beten wir hier mal. Etikette der Legion. Okay. Bitte. Eid. Pharons Wachhunde. Ja, nimm das mal hin. Wobei, ja, okay, tiefer ergeben. War doof, weil ich hätte das Ding eigentlich lieber den Krähen geben sollen. Aber nun gut. So, und da kommt man wahrscheinlich. Ist das vielleicht meine erste Hidden Wall hier? Aha. Sehr schön. Damit hätten wir jetzt auf jeden Fall auch das Geheimnis gelüftet, wie man an sowas kommt. Also man muss attackieren. Wie hätte ich denn das finden können? Wo war denn das? Hier. Okay. Asche eines Traumjägers. Ist das wieder ein Schlüssel? Ja. Ermöglicht Erwerb neuer Gegenstände bei Scheindienerinnen. Sehr schön. So, jetzt gucken wir uns mal von hier um. Ich möchte durch diese Tür da unten. Und dazu muss ich Feuer löschen. Können wir hier uns irgendwie orientieren, wo die sein mögen? Also eins war hier. Das war dieser hohe, dieser große Turm da. Da habe ich ein Feuerchen ausgemacht. Ach so, da hinten brennt noch ein Feuer und da brennt noch ein Feuer. Okay, man kann sich also orientieren. Mhm. Die Frage ist, ob ich mich noch orientieren kann, wenn ich dann da unten bin. Okay. Naja. Für solche Fälle wäre ein Kompass ganz nützlich übrigens, aber sowas gibt es in dem Spiel ja hier leider gar nicht. Also da brennt noch eine Flamme und da hinten brennt eine Flamme. Aber nichtsdestotrotz gehe ich jetzt erstmal gucken, wohin uns der Fahrstuhl hier führt.
Sah jetzt erstmal nicht so aus, als könnte man hier irgendwo durch. Mhm. Da könnte ich möglicherweise rüberspringen, aber ich sehe da momentan noch keinen Nutzen von. Das scheint die Kathedrale des Abgrunds zu sein. Hier geht es sehr tief runter. Ah, hübsch. Und hier geht es noch weiter nach oben. Hab ich da gerade Loot gesehen? Nee, das war nur eine Reflexion. Okay. Okay. Der sah frostig aus. Ich nehme diese komische, wo ist denn das, diese Nordlandrüstung da. Dann nehmen wir die Nordlandstulpen, die Nordlandhose und auch den Helm. Und dann nehmen wir hier, das hat irgendwie keinen großen Effekt. Mehr Schaden machen. So. Ich gehe davon aus, dass der Typ da hinten feindselig ist. Vielleicht ist das optional, aber egal. Waren wir hier schon mal? Ist das diese hohe Mauer? Ah, man weiß es nicht. Na gut. Der sieht auf jeden Fall aus wie so ein Gegner aus Dark Souls 2, den man da öfter mal hatte. Oder hier so ein verlassener Dämon, den es auch im ersten Teil gab. Der war übrigens immer ganz schön garstig. Aber vielleicht funktioniert der ja ähnlich. Vielleicht ist der auch freundlich? Nein. Oh. Oh Gott, der kann greifen. Shit! Das war keine gute Idee. Oh, weg! War knapp. Bisschen Ausdauer bitte. Anvisieren wäre nicht schlecht, da habe ich richtig Schwein gehabt. Und da nicht so. Scheiße. Oh. Da habe ich ein bisschen Glück gehabt. Ich sehe leider nichts. Ich müsste mal hier aus dieser Ecke weg, ne? Das wäre total super. Die Frage ist, ob der mir hinterherkommt. Ja, das macht ganz schön Aua. Oh, scheiße. Das war voll unnötig, aber ja, das war mal wieder mein persönlicher Kampf gegen die Kamera. Ich hasse das. Das ist echt so, das sind so unnötige Tode, die man da stirbt. Das ist tief. Aber der ist schaffbar. Der ist definitiv schaffbar.
brauchte übrigens überhaupt gar keine Kälteabwehr gegen den. Deswegen werde ich mal... Ach, wisst ihr was? Egal. Das muss auch mit der Rüstung hier jetzt gehen. So, menschlich mache ich mich nicht. Sondern wir hauen den jetzt einfach mal so um. Was mir übrigens negativ auffällt, ist, dass es hier keine, keine schöne Musik oder irgend sowas gibt. Hier in dem ganzen Gebiet nicht. Das wirkt sehr trostlos. Nee. Na, Schwanzattacke. Ah, war ein bisschen zu früh gerollt, aber hat noch gepasst. Das gibt's doch nicht. Seele eines verirrten Dämons. Okay. Das war anstrengend. Aber der gab ja auch ein paar Seelen. So, was haben wir denn hier? Das sieht so aus, als sollte man hier nicht durch. Nee. Hier wird auch nichts anderweitig irgendwie sein. Ich nehme mal an, dass die den einfach aus, ich sag mal, Style-Gründen eingebaut haben. Also einfach, um so einen verwirrten Dämon nochmal im Spiel zu haben. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass man aus seiner Seele die alten Waffen schmieden kann. Sprich, Dämonenhammer. Wer gerne den Dämonenhammer hat, also hatte, damals immer, der wird sich den jetzt hier vermutlich schmieden können. Das werden wir uns auch gleich direkt mal angucken. Sieht irgendwie sehr unscharf aus hier gerade. So. So, aber das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Ich mache eben einen kleinen Cut und wir sehen uns gleich wieder.